dem Buch lesen, als Einleitung gleich mal den Beginn, um die Figuren vorzustellen. Mhm. Ein paar Leser, weiß ich, sind ja schon da, deswegen darf ich es auch nicht zu lang machen jeweils. Fangen wir einfach mit dem Beginn an. Erstes Kapitel. Wir sind die Guten. Schon vergessen? Im Blinken der Blaulichter zerfiel die Nacht zu Standbildern. Der Notarzt beugte sich mit abgehackten Bewegungen über den Mann auf der Bahre. Daneben tupfte ein Sanitäter im selben Takt Wunden ab. Polizisten liefen zackig vorbei. Zwischen Fahrzeugen am Straßenrand suchten zwei Techniker in weißen Overalls den Boden ab. In der schmalen Gasse drängten sich Polizeiautos und Rettungswagen, ihre rotierenden Leuchten jagten gespenstische Schatten durch die Gärten und über die Fassaden der Villen. Aus den dunklen Silhouetten der Häuser strahlten vereinzelt Fenster, hinter denen sie neugierige Schemen erkannte. Nachher sind immer alle da. Lia Petzold zwang sich, auf den nackten Mann vor ihr zu sehen. Oberinspektor Dr. Priebig drängte sich neben sie. Das ist ja ein Neger, um den kümmern Sie sich, Petzold. Der Arzt sah kurz von seinem blutigen Arbeit auf und bedachte den Oberinspektor mit einem stillen, runzelnden Seitenblick. Was ist denn das für einer? Fragte er Petzold. Einer von vielen. Das wird wieder ein Geschrei, stöhnte Priebig. Und alle werden auf uns herumhacken. Ein paar alternative Politiker schreien Ausländerfeindlichkeit und der Pepe wird nervös wegen der Medien. Polizeipräsident, Pepe. Niemand wusste, wer Wiens obersten Polizisten zuerst diesen Spitznamen verpasst hatte, doch alle nannten ihn so, solange der Präsident nicht anwesend war. Noch schlimmer wird alles, weil ein paar Gutmenschen wieder demonstrieren oder Lichterketten veranstalten werden müssen. Da werden Sie ja dann dabei sein, oder? Warum sollte ich? Sie sind Polizist, wir sind die Guten. Schon vergessen? Petzold wandte sich an einen der Uniformierten, die als Erste am Tatort gewesen waren. Wissen wir, wer er ist? Nein, er war völlig nackt, als er gefunden wurde. Keine Papiere, nichts. Passt zum Wetter, brummte Priebig und öffnete noch einen Hemdknopf. Eine Stunde nach Mitternacht zeigte das Thermometer 28 Grad. Obwohl sie ein paar Kilometer von der Donau entfernt waren, lag drückende Schwüle in der Luft. Die vierte Tropennacht in Folge. Eine Motte streifte Petzolds Stirn und verschwand in der Dunkelheit. Der Verletzte trug einen kurzen, graumelierten Bart und ebenso kurz getrimmte Haare. Ihre feine Krause ließ Lia Petzold auf eine afrikanische Herkunft schließen. Seine Hautfarbe erinnerte sie an Malaga-Eis. Trotz der Schwellung schien ihr die Nase schmal. Sah sie von den Haaren ab, konnte er auch aus dem arabischen, persischen oder südasiatischen Raum stammen. Vor Petzolds innerem Auge erschien das Bild gläubiger Moslems, wie es die Medien oft zeichneten. Bart, kurzes Haupthaar. Gegen ihren Willen schossen weitere Gedanken durch ihren Kopf. Moslem, Gewalt, Terrorist. Soweit hatte es die Propaganda gebracht. Nur dass sie ihre Gedankenreflexe nicht gleich zum Weltbild machte, unterschied sie von Priebig. Blutige Gase bedeckte den Großteil der Brust. Es geht ihm schlecht, erklärte der Arzt, längst wieder über seinen Patienten gebeugt. Wir müssen ihn erst einmal stabilisieren und transportfähig machen. Das wird eine Weile dauern. Jemand hat ihn fast totgeschlagen, vermutlich mehrfacher Schädelbruch. Ein paar andere Knochen dazu, zahlreiche Prellungen, Quetschungen, Platzwunden. Und das. Er hob das rotfleckige Verbandsmaterial an und gab die Brust des Mannes für Lia Petzolds Blick frei. Im schmalen, untrainierten Torso eines mindestens 50-Jährigen klafften kreuz und quer handlange Schnitte. Flache Atmung hob und senkte die Rippen, dabei öffneten und verengten sich die feuchten roten Täler. Ihre Ränder waren dunkel eingetrocknet, an einigen reihten sich Blutstropfen auf wie auf einer Kette, aus anderen sickerten rote Rinnsale. Der Sanitäter tupfte sie auf. Der Arzt spannte ein Heftpflaster. Sofort fiel Petzold auf, dass die Verletzung nur auf den ersten Blick willkürlich aussah. Die senkrechten, waagrechten und gebogenen Schlitze ergaben ein Muster. Wer immer den Mann so zugerichtet hatte, hatte sich nicht damit zufrieden gegeben, ihn ins Koma zu prügeln. Er hatte eine Botschaft hinterlassen.